Hoheit! König Cusco, hören Sie mich! Oh Mann! Sie müssen atmen! Atmen! Muss das sein? Na gut. Und damit herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ein Königreich für ein Lama für die PlayStation 1 und wir sind im Dschungeltag Kapitel 1. Ja, daran kann ich mich auch so ein bisschen erinnern. Ich glaube, das ist so ein Stealth-Ding. Ich glaube, wir dürfen nicht gesehen werden. Ich bin mir da aber nicht so ganz sicher. Aber so wie das aussieht, wir kommen langsam, glaube ich, zu der Stelle, wo ich euch die kleine Geschichte erzählen kann. Guten Morgen, Cusco. Moin! Oh, du bist es. Geht es dir gut? Du hast mich mit Absicht in die Nähe der Felsen gebracht. Wenigstens sind wir jetzt wieder auf festem Boden. Das stimmt, das sind wir. Und jetzt bring mich in die Stadt zurück. Vergiss es. Ismas Wachen sind überall. Okay, das ist mein Plan. Du bleibst hier auf deinem Allerwertesten sitzen und ich kümmere mich um die Wachen. Okay. Muss ich mich erstmal hier wieder an Mr. Steuerung gewöhnen. Ich denke mal, damit können wir nichts machen. Das ist einfach nur ein schönes Gimmick. Ja, Nicht zu nah! Aber Moment! Der hat die Stacheln, ne? Ich glaube, wegen den Stacheln können wir den nicht kaputt machen. Kommt der nochmal vorbei? Ich glaube nicht. Ne, können wir doch machen. Okay, ich dachte, es wäre wegen den Stacheln. Aber dann, ist ja ganz okay. Sonst hätten wir uns noch Weintrauben oder so suchen müssen. Ich habe irgendwie leicht einen Frosch im Hals. Ich weiß auch nicht, was hier. Oh, Bienen. Oder Hummeln oder Wespen. Keine Ahnung. Hier oben ist auf jeden Fall nichts mehr. Ich habe auch übrigens nicht. Nee. Ich mache den gar nichts, mache ich hier. Ich habe auch nicht die anderen Level vervollständigt, jedenfalls noch nicht. Ich habe aber mal geschaut, wie viele Kapitel es gibt. Also jetzt nicht diese Kontrollpunkt einzelnen, sondern im Allgemeinen. Also jetzt zum Beispiel Stadt, die anscheinend noch kommen wird. Und hier, Dschungelkram und so. Davon gibt es anscheinend 8 Stück mit jeweils 4 Leveln oder so. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal 28 Level insgesamt. So, wie kriege ich dich denn kaputt? Hier mit. Ist das ein Loch? Ne, es ist ein Blatt. Hier mit dem. Nicht zu nah! Ah, okay, wir müssen antäuschen, schätze ich mal. Ist das böse? Nö, es ist einfach nur so ein Krater. Na gut. Was mit dir? Ist einfach nur so ein Vogel. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Wo ist er denn? Da. Ach komm. Ich habe mich doch 1A gerollt. Habt ihr zwar nicht gesehen, ich habe die Taste aber gedrückt. Das ist sehr komisch hier.
Das ist Lava, wo auch immer die herkommt. Und da guckt so ein Pimmel aus der Wand. Dann würde ich sagen, weiß ich nicht, wo wir lang gehen. Ich bin für die Lava. Ah, siehst du mal. Niam, niam. Das war doch schon mal eine gute Idee. Aber ich weiß irgendwie... Ich habe halt irgendwie ein bisschen Schiss wegen den Geheimnissen. Was ist das? Aus dem Weg! Können wir das Was töten? Steht heute zur Auswahl? Nein. Okay, dann ist das einfach so ein untötbarer Gegner. Ist auch okay. Ah, so ist's besser. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Oh, Nosen. So, das haben wir jetzt aber hier schön kaputt gemacht. So, was ist hier oben? Oh, guck mal. Ah, so ist's besser. Zur Goldmünze. So, rechts oder geradeaus? Da kommen wir her. Ich weiß nicht, ich würde erst das hier nehmen. Guck mal, das ist ein Kind. Und da ist eine große Pflanze. Die Venusfliegen fallen, Pflanzen fressen alles. Sogar Traubenkerne. Aha. Hier ist die Hölle los. Je eher ich zum Palast zurückkomme, desto besser. Warum rastest du so aus? Ah, süß. Was steht heute zur Auswahl? Oder ist das jetzt einfach nur Ablenkungsmanöver? Ist hier aber ganz schön lange dran am Kauen, ne? Ja, ich glaube, das war einfach nur Ablenkungsmanöver. Was ist das? Ich weiß nicht warum, aber ich kann mich an das hier kann ich mich erinnern. An diese Stelle. Ich weiß, ich habe die eine Münze vergessen. So. Okay. Es war auch ganz gut, dass wir hier lang gegangen sind. Ja, dieser Stein hier. Irritiert mich etwas. Was steht heute zur Auswahl? Lass du mich mal vorbei. Uäh! Uäh! Ich hab die total vergessen. So. Hast du noch was zu sagen? Die Venusfliegen fallen Pflanzen. Ja, bla. Bla 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 bla. Den können wir nicht nochmal neu erneut, ne? Nee. Einmal und nie wieder. Gut, dann gehen wir jetzt hier weiter. Also ich. Ah, es ist X und Kreis und nicht X und Quadrat. Natürlich! Das habe ich natürlich gewusst, dass das so ist. Ich habe das nur gerade extra gemacht, damit ihr auch, ja. Was steht heute zur Auswahl? Kaputt. Das war die Taste, die ich drücken wollte. Okay, wir brauchen nur einen Krusko-Kopf. Das ist schön, den haben wir nämlich schon. Was ist hier drin, ne?
Otter. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Das sieht sehr nach Wasser aus. Gut, wir haben aber hier den Cusco-Kopf schon. Ich wollte jetzt eigentlich noch gucken, ob da um die Ecke was ist. Ich will da noch nicht rein. Nein, um die Ecke ist nichts. War ja klar. Na gut. So, Wasser ist immer noch böse für uns. Ai, ai, ai. Es ist immer noch kein Geheimnis gefunden, ne? Das ist, kann doch nicht. Ich will mit dir noch nicht reden. Kontrollpunkt. Münzchen. Oh, da habe ich aber einige verpasst. Nosen. Nicht zu nah. Ja, ich weiß. So. So, was hat denn der Dicke mit uns vor? Bis hierher habe ich es geschafft. Aber im nächsten Abschnitt wimmelt es nur so von Wachen. Ich habe schon öfter mit Wachen zu tun gehabt. Das sind alles verbotene Wege. Wenn sie dich sehen, werfen sie dich raus. Na, hab ich doch noch richtig die im Kopf gehabt. Die werden mich niemals sehen. Ich bin zu schlau. Hab ich doch noch richtig im Kopf gehabt. Weißt du, da könntest du recht haben. Mhm. Ja gut, dann Stealth. Kontrollpunkt. Oh nein, wir müssen ja die Münzen holen. Teufelslama! Okay, wir... weiß nicht, ob wir was verlieren, aber die Dings... Die Dings bleiben auf... Warum steht der da hinten? Das hier fällt mir aber so ja nicht. Okay, das hätten wir schon mal. Du wirst da wahrscheinlich nur im Kreis gehen, oder? Ja. Das sind... okay. Wie gehst du? Was? Wird aber lustige Laufwege, ey. Bahnfrei, Lama. Nein! Teufelslama. Verdammt! Die haben aber ganz schön lustige Laufwege hier, muss ich doch mal sagen. Hab ich schon wieder total vergessen. Na, geh. Kontrollpunkt. Okay, Moment, das muss ich mir jetzt erstmal angucken. Die werden wahrscheinlich nur... oh nein, tun die nicht. Wechseln die jetzt die Seite? Nee. Ist das Pizza in der Mitte? Ich glaube, das ist ein Schalter einfach nur. Oh, sieht er mich jetzt? Oder guckt er nur geradeaus? Okay, guck mal. Guckt nur geradeaus. Oh Gott, was mache ich hier? Teufel! Ja, ich weiß, ich hab's... das habe ich nicht so gut gemacht, das muss ich jetzt zugeben. Moment, die biegen sowieso vorher wieder ab. So. So. Ja, das sollte jetzt nicht so das Problem sein.